Mitten durch Steinhorst fließt die Lachte. Ein klarer, sauberer Heidebach, der einst die Lebensader der Gemeinde bildete. Das Wasserrad im Wappen erinnert daran. Die Lachte schlängelt sich durch wildromantische Wälder am Rand des Naturparks Südheide und prägt das Bild der Landschaft. Der Natur ist man hier näher als anderswo. Zwischen Häusern und Höfen erstreckt sich entlang der Ufer des munter plätschernden Baches ein Naturschutzgebiet von überregionaler Bedeutung. Das Naturschutzgebiet umfasst auch die Auwälder und Auwiesen von Kain und Javelbach. Im Javeltal steht die über 100-jährige und 32 Meter hohe Königskiefer. Bedrohte Vogelarten, die hier regelmäßig brüten, zeigen, dass die Natur rings um Steinhorst in Ordnung ist. Auf einem Holzsteg gelangen Besucher trockenen Fußes durch das Postmoor bei Rederloh, das seinen Namen dem Gagelstrauch, auch Porst genannt, verdankt. Die mit Binsen bestandenen Feuchtwiesen sind wichtiger Lebensraum für allerlei Vögel und Wildtiere. Die wiedervernässte, von Tümpeln mit moortypischer Flora durchzogene Fläche vermittelt einen guten Eindruck davon, wie große Teile der Landschaft rund um Steinhorst einst aussahen, bevor die Moore entwässert und in Grünland umgewandelt wurden. In einem niedersächsischen Fleddelenhaus befindet sich das Schulmuseum Steinhorst mit historischem Klassenzimmer. Eine Dauerausstellung und wechselnde Sonderausstellungen informieren über die Geschichte des Schulwesens. Gern besucht wird auch das Museumscafé. Das Gebäude, in dem es sich befindet, dient auch als Veranstaltungsort für den Steinhorster Lesesommer, der viele Besucher von den umliegenden Städten aufs Land lockt. Ein schulhistorischer Wanderweg führt zu weiteren interessanten Stationen im Ort. Dazu gehört vor allem die St. Georgskirche aus dem Jahr 1244. Bemerkenswert ist der freistehende, komplett aus Holz gebaute Glockenturm. Neben der Kirche steht das Gebäude, in dem 1894 der Pastorensohn Erich Weniger geboren wurde. Er war ein maßgeblicher Vertreter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Das Haus der Gemeinde wurde 1912 als Schul- und Wohnstätte für angehende landwirtschaftliche Fachkräfte jüdischen Glaubens errichtet. Es ist das einzige Bauwerk des bedeutenden Architekturlehrers Heinrich Tessenow in Niedersachsen, das weitgehend im Originalzustand erhalten ist. Eng mit der jüngeren Steinhorster Geschichte verknüpft ist der Name von Hammerstein. Mitglieder dieser Adelsfamilie kamen in den 1930er Jahren als Feriengäste nach Steinhorst und richteten sich hier dauerhaft ein. Auf dem Familienfriedhof ruht auch General Kurt Freiherr von Hammerstein Eckwort, Hitlergegner und bis 1934 Chef der deutschen Heeresleitung. Seine Söhne Konrad und Ludwig waren am Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt. In Rederloh erinnern ein Gedenkstein und Reste eines kleinen Friedhofs an ein Kriegsgefangenenlager aus dem Ersten Weltkrieg. Die Kriegsgefangenen mussten im Postmoor Entwässerungsgräben ziehen. Mächtige Eichen und Linden beschirmen in Lüsche und Rederloh die alten Hofstellen. In den beiden idyllisch gelegenen Orten lässt es sich nicht nur schön wohnen, sondern auch gut Urlaub machen. Pensionszimmer, Ferienwohnungen und das Schullandheim in Lüsche bieten Unterkunft. Anfang des 20. Jahrhunderts zog es Fritz Beindorf aus Hannover in die Nähe von Steinhorst. Ihm gehörte die Firma Pelikan, bis heute weltbekannt für ihre Füllfederhalter. Direkt an der Lachte ließ er das Gut Auermühle mit einem prächtigen Herrenhaus und zahlreichen Wirtschaftsgebäuden errichten. Wanderer, Radfahrer und besonders die Pferdefreunde schätzen die Ruhe abseits des Durchgangsverkehrs und die reizvolle Wald- und Wiesenlandschaft.
Rederloh ist eine Hochburg des Pferdesports für Gespannfahrer. Steinhorst ist ein gewachsener Ort mit Gesicht und Charakter. Schon 1488 werden 22 Hofstellen gezählt. 1779 sind es bereits 38. Der mit rund 1400 Einwohnern zweitgrößte von 25 Orten der Samtgemeinde Hankensbüttel besitzt eine intakte Infrastruktur. Die Deutsche Saatveredelung AG, eines der führenden Pflanzenzuchtunternehmen Deutschlands, ist seit 1971 mit ihrer Zweigstelle in Steinhorst ein wichtiger Arbeitgeber. Auch die regionale Landwirtschaft profitiert davon. Die große Anlage wird von 15 Mitarbeitern betrieben, die zur Erntezeit von zusätzlichen Saisonkräften unterstützt werden. Ärzte, Apotheke und Einkaufsmöglichkeiten sind im Ort vorhanden. Gastronomische Betriebe bieten Unterkunft und Bewirtung. Ungestört vom Straßenverkehr liegen Kindergarten und Grundschule. Abgerundet wird das Bild durch das kleine Freibad mitten in der Natur und die modernen Sportanlagen. Wer an der hohen Lebensqualität teilhaben möchte, findet in Steinhorst attraktive Bauplätze und nette Nachbarn.